Hallo, grüß euch, da ist der Gruber Bernhard. Wir sind jetzt auf meinem Grundstück am Waldwassergarten Einjoch. Ich habe den Waldgarten angefangen 2010, das war das Planungsjahr für die Beobachtung, und dann 2011 haben wir gepflanzt. Zuerst ist da Hybridpappel gestanden, die haben wir geschlägert, die ist weggekommen, die Hybridpappel. Und dann haben wir da, sieht man schon, Chinampas angelegt. Und natürlich eine riesige Vielfalt an verschiedensten Bäumen, Beerensträuchern und Kräutern gepflanzt. Zum Beispiel da haben wir jetzt auf diese Kirschpflaume raufranken die Akebie, wer sie kennt. Unten drunter haben wir die Palmlilie und gleich daneben zum Beispiel eben die Johannisbeere. Da haben wir die Aronia. Da am Wasserlauf entlang natürlich auch Wasserlilien, da wieder Aronia. Ja, und dann haben wir eine Vielzahl an Maibeeren gepflanzt, die es auch noch gibt. Die sind teilweise nur in der Blüte, teilweise haben schon die Früchte drauf. Dann natürlich eine meiner Lieblingspflanzen, der Beinwell. Dann oben drüber die Apfelbäume. Die haben sich auch sehr gut etabliert. Da haben wir Ölweide, die sehr schön wächst. Ölweide ist immer Stickstoffsammler. Dann vor uns diese dünne Rute. Das ist vom Kern gezogen. Der nordamerikanische Honeylocus oder Acleditia. Vor uns eine Lerche. Die Lerche ist Symbiosepartner eben für die Apfelbäume. Ja, ich habe jetzt gute 3 Jahre nichts da auf dem Gelände, 3 Jahre nichts gesehen. Aber es ist alles sehr schön gewachsen. Ein paar Sachen sind ausgefallen. Aber es sind auch viele Sachen geblieben. Da haben wir zum Beispiel den nordamerikanischen Zahnwehbaum, den Xanthoxylum. Und da sind wir jetzt wieder beim Wasserlauf. Eben in der Mitte die Chinampas. Da zum Beispiel eine Eiche mittendrin. Die ist wieder aufgegangen. Es sind natürlich auch viele Weiden aufgegangen. Da jetzt unten durch. Dahin. Da meine Barriere aus Weiden, die einfach Windbrecher waren am Anfang im Gelände. Und da zum Beispiel der Bambus von uns. Und da sind wir jetzt auf einen Chinampa. Chinampa hilft einfach, dass man im Feuchtgebiet Bäume pflanzen kann. Chinampa ist an und für sich ein Hügelbeet im Feuchtgebiet, kann man sagen. Und da sehen wir jetzt die große Vielfalt, alles grün, alles wuchert. Viel Brennnessel natürlich auch, also Brennnessel immer Zeiger von hoher Fruchtbarkeit. Stickstoffüberschuss, da zum Beispiel für uns die Kanelkirsche. Braucht noch ein bisschen, bis das trocknet. Da haben wir einen Apfelbaum, der hätte mal einen Schnitt vertragen. Und darunter die Johannisbeere. Ja, und dann geht es da in das Schilf rein, in den Schilfgürtel. Da geht es dann dahin. Da geht es dann weiter mit den Chinampas. Mehrere Hügeln und natürlich auch große Vielfalt. Und auch im Schilf, vielleicht werfen wir da noch schnell einen kurzen Blick rein. Da habe ich meine Baumschule für die Johannisbeeren angelegt. Da sind lauter Stecklinge drinnen für die Johannisbeeren. Nur die Stecklinge in die feuchte Erde reingesteckt, sind jetzt schon wunderbar groß. Wenn ich welche brauche, dann brauche ich es nur ausgraben. Da vor uns habe ich eine Mispel,
Die habe ich raufgefädelt auf den Weißdorn, weil der Weißdorn, der hat mit dem Boden kein Problem, aber die Mispel. Aber so kann das dann natürlich gut funktionieren. Ja, da haben wir überall eben die Johannisbeeren. Und da zum Beispiel Quitte, raufgefädelt auf Weißdorn eben der robuste Träger und dann die edle Frucht oben. Man Quitte für manche ist natürlich auch keine edle Frucht, aber ich habe sehr gerne die Quitte. Ja, jetzt sind wir mitten im Busch. Soweit. Nach 8 Jahren Arbeit auf dem Gelände. Wenn man ein bisschen mehr reinsteckt und Zeit, kann man das natürlich super wieder auf Vordermann bringen. Aber ich kann mir rausnehmen, was ich brauche. Es ist einfach ein essbarer Waldgarten, eine essbare Landschaft. Das ist so das Ziel, was halt einerseits halt nicht viel Zeit eingesteckt wird. Wenn ich mehr Zeit einstecke, kann ich mehr rausholen. Wenn ich weniger Zeit einstecke, hole ich weniger raus. Und ja, der Natur bleibt da ihr Raum praktisch. Ja, soweit so gut. Ich freue mich, wenn ihr meinen Videos folgt und auch eben Gelegenheit uns zu besuchen, gibt es beim Waldgartenfestival im Juni, beziehungsweise dann gibt es die Möglichkeit, an einem Permakulturdesignkurs im August teilzunehmen bei uns. Da geht es darum, wie man solche Systeme anlegt.